Freunde, herzlich willkommen auf der Filmkritiker zu einem neuen Trailer-Check von mir für euch. Und heute kommen wir zu einem richtig schönen Kinderfilm, wie ich finde. Und nicht nur Kinderfilm, man kann sich den auch gerne als Erwachsener angucken. Und ja, und zwar zu Minions 3D. Viel Spaß damit! Minions. Minions leben schon sehr viel länger auf diesem Planeten als wir. Sie haben viele Namen. Dave, Carl. Oh, das ist Norbert. Er ist ein Idiot. Sie alle verfolgen dasselbe Ziel. Den unverbesserlichsten Meister zu dienen, den es gibt. Einen Meister zu finden war einfach. Einen Meister zu behalten, das war eher kompliziert. Aber trotz allem suchten sie weiter. Ohne Meister hatten sie keine Bestimmung mehr. Sie wurden lustlos und deprimiert. Wäre es so weitergegangen, hätte das wohl kein gutes Ende genommen. Doch dann nahm ein Minion all seinen Mut zusammen. Kevin verspürte Stolz. Er wollte der eine sein, der für sein Volk den größten und gemeinsten Schurken findet. Stuart verspürte meist nur Hunger. Er wollte der eine sein, der diese Banane aufisst. Und Bob. Bob hatte Angst vor der Reise, die vor ihm lag. Lebido? Matoka! Polanola Matoka! Banana! Stuart? Banana! Banana! Hallo, Papagena. Du le bella con la papaya. Ja, meine Freunde, was haltet ihr von diesem Film? Ich finde ihn richtig, richtig toll. Ist ein schöner Kinderfilm, den man sich aber auch als Erwachsener auch gerne mal angucken kann. Oder mit seiner Freundin oder mit der ganzen Familie. Ich finde ihn richtig schön. Die Minions sind sowieso in Deutschland oder beziehungsweise auch überall so ein bisschen gehypt. Man gibt es jetzt Plüschtiere, es gibt jetzt Figuren, als sprechende Figuren, was auch immer. Es gibt jetzt so viele Sachen. Und ja, sie kommen einfach mega, mega gut an. Und jetzt gibt es einen eigenen Film davon in 3D, was ich mega gut finde. Dass man ihn auch gleich in 3D rausbringt. Nicht nur in 2D, sondern gleich in 3D. Finde ich mega stark. Und ja, was ist die Geschichte dahinter? Es geht einfach darum, dass die Minions schon vorher ihre Meister hatten, die aber nicht so lange durchgehalten haben. Sie sind meistens immer gestorben, weil die Minions einen Fehler gemacht haben. Und als sie nachher keinen Meister mehr finden, werden sie ein bisschen depressiv, ein bisschen abweisend und sehr gelangweilt. Und dann entscheiden sich drei Minions auf der Suche, nach einem neuen Meister zu gehen. Und ob sie ihn finden, wie auch immer, alles drum und dran, wo sie hinfahren. Klar, sie fahren nach New York, das weiß man schon aus dem Trailer. Aber wo es genau hingeht, was sie alles da machen, was sie erleben, die Abenteuer, die dahinter stecken, das weiß man nicht alles so. Und das finde ich richtig, richtig toll, dass man diesen Film jetzt gemacht hat, um ja auch die Minions ein bisschen mehr in Forderung zu bringen. Das hat man jetzt bei den Pinguinen aus Madagaskar gesehen, die jetzt bald ins Kino kommen, dass man sowas machen kann. Und jetzt mit den Minions in 3D finde ich richtig, richtig stark und ich freue mich extrem drauf. Und ich hoffe ihr auch, das war meine Kritik dazu. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch, da würde ich mich sehr darüber freuen. Und wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, Kommentare, Trailer-Checks, was auch immer, schreibt es gerne in die Kommentarbox, würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns morgen wieder zu einem neuen Trailer-Check von mir für euch. Bis dahin, schönen Abend, schönen Morgen, schöne gute Nacht. Bis morgen, tschüss.